Willkommen zu einem weiteren CSGO-Tutorial. Heute geht es um das Crosshair. Und zwar um das Aussehen und Einstellen des Crosshairs. Nicht um das Placement oder irgendwie sowas, sondern nur um das Crosshair, wie man es sich so individuell wie möglich einstellen kann. Das zeige ich euch anhand der Map Crash's Crosshair Generator. Und ich zeige euch dann danach noch meine Crosshair-Settings. Also wenn ihr genau mein Crosshair haben wollt, müsst ihr einfach nur bis zum Ende des Videos warten. Da zeige ich euch dann, welche Befehle das sind und wie man die eingibt. Also wo man sie eingibt in die Konsole und so weiter und so fort. So, ihr seht schon, dieser Crosshair-Generator ist extrem umfangreich. Man kann hier natürlich erstmal die Farbe wählen des Crosshairs und so weiter und so fort. Also zum Beispiel grün. Das muss man durch eigene Tests herausfinden, was für einen das Beste ist. Natürlich gibt es auch Crosshair-Farben, die einfach nicht passen auf diversen Maps. Also es gibt Crosshair-Farben, die einfach zu dunkel sind, womit man dann in dunklen Bereichen das Crosshair nicht mehr sieht. Und das ist dann ein bisschen nervig. Es gibt diverse Farben, wie jetzt zum Beispiel rot, bei denen ich finde oder bei denen ich herausgefunden habe, dass man die eigentlich überall sieht. Ich hatte früher immer grün. Das war auch nicht schlecht. Aber das sind zum Beispiel Dinge, auf die man achten sollte. Also auf die Helligkeit der Maps. Hier ist ja schon mal dieses kleine Beispiel, wobei da jetzt kein wirklich dunkler Bereich ist. Es gibt hier selbst halt noch dunkle Bereiche. Wobei natürlich schwarz auf schwarz jetzt nicht so optimal ist. Man kann ja auch random was generieren. Okay. Also hier könnt ihr euch auch, um eine Challenge zu haben, irgendwie random was rausholen. Da unten stehen dann die Infos über dieses Crosshair. Also das sind die Daten. Dazu komme ich dann später noch. Hier ist der Crosshair-Style. Da gibt es 5 Styles. Also einmal dieses bewegliche. Eigentlich ist es hier oben angezeigt. Ich denke, ich muss es nicht alle zeigen. Ne? Das reagiert auf Schüsse. Das ist statisch. Also das hier ist, glaube ich, das Anfangsteil, das man grundsätzlich hat. Das zeigt einem praktisch einfach an, wann man sich bewegt oder wenn man sich bewegt. Man hat hier in diesem Bereich bei diversen Crosshairs, zum Beispiel bei dem hier, noch weitere Einstellungen. Zum Beispiel kann man einen T-Cross hier einstellen, dass man oben diesen Punkt nicht hat. Damit spielen auch einige. Ab und an kommt es mir auch so vor, als wenn mein Cross hier eben den Gegner verdecken würde. Und somit hat man schon mal eine etwas geringere Verdeckung nach oben hin. Man kann hier unten noch die Size, Thickness und so weiter einstellen oder auch den Punkt entfernen hier, ne? Dann ist der Punkt weg in der Mitte. Man hat dann bei den ganzen Einstellungen, wie zum Beispiel Size hier unten, dann noch weitere Einstellungen, wo man eben drauf rumhämmern kann, um die Size jetzt zum Beispiel einzustellen. Ich denke, die wahren Profis spielen mit so einem Cross. Man kann auch nur mit einem Punkt spielen. Ich glaube, da muss man dann schon wirklich eine extrem geile Farbe wählen, damit das funktioniert. Manche Spiele haben ja nur einen Punkt als Crosshair. Ach, guck mal, da unten kann man ja umstellen. Nicht Grasdackel, sorry, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ich habe noch nie die Map so sehr genutzt. Ich habe hier zwar meinen Crosshair eingestellt damals, mein Haupt-Crosshair. Aber ich habe das alles hier auf der Map gemacht. Und ist dann eigentlich immer nur live erspielt. Aber hier könnt ihr euch diverse, hier ist so ein bisschen Dunkelbereich. Hier könnt ihr euch diverse Maps einstellen. Man kann ja auch direkt sein Crosshair sharen, Default einstellen und so weiter und so fort. Also es gibt hier wirklich alle möglichen Einstellungen. Und hier hinten wird es jetzt richtig spannend, denn hier könnt ihr euch bereits fertige Crosshairs von diversen Spielern einfach holen. Also zum Beispiel hier das von Guardian. So, er spielt mit diesem hier. Hier ist Stubby2K. Sagt bestimmt jedem was, denke ich. Oder Fallen. Oder Simple. Oder, guck mal, hier ist sogar Trilux dabei. Boom. Sparkles. Keine Ahnung. Sehr schickes Crosshair. Hier sind noch mehr. Nothing. Wo ist denn hier eigentlich der Dumbabler jetzt? Warte mal. Flusher! Das ist ja fast meins. Ich weiß nicht, warum die ja so dunkel sind. Naja. Also, das ist auch ziemlich cool. Hier gibt es... Okay. Das sieht aus wie von so einem Panzergeschütz. Es gibt auch einige, die mit Punkt spielen, die man hier sehen kann. Oder mit einem Green Square. Und hier sind die Donator am Start, die für diese Map oder die Entstehung oder einfach nur den Menschen, der die macht, doniert haben. Das ist natürlich optimal, wenn ihr sagt, hey, ich gucke mir öfter mal Videos von Oscar an und der hat ein geiles Crosshair, wie finde ich es, die Crosshair-Einstellungen raus? Hier sind, ich denke, das sind so gut wie alle. Ich kenne die ganzen Leute auch gar nicht so, ne, wisst ihr, ich bin ja nicht so extrem am reingucken. Bin dann eher am Selbstproduzieren und am Selbstaufbauen. Das Gute an diesen Vorgaben ist natürlich auch, dass sich diese Leute wahrscheinlich auch irgendwas dabei gedacht haben. Also es wird dann auch diverse Vorteile bereits haben, dass man sagen kann, okay, wahrscheinlich kann man das Crosshair überall ganz gut sehen. Auch in dunklen Bereichen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat da jeder ja gewisse Vorlieben und es sind einfach Crosshairs dabei, die nicht so optimal wirken. Cool, dass da oben verändert die Farbe. Voll die krasse Map, hey! Ich will ein Fragezeichen, bitte. Oh, Schocks. Damit spielt er, what the fuck? Ich zeige euch dann jetzt, wie man mein Crosshair einstellt, beziehungsweise wie man generell Crosshairs einstellt, ohne so einen Generator zu benutzen, sondern wenn man die Zahlen, also in Daten, das Crosshair vorliegen hat. Ihr müsst dafür die Konsole öffnen. Ich habe die Konsole auf Punkt eingestellt. Ihr müsst, wenn ihr die Konsole jetzt gar nicht habt, die ist generell ultra wichtig, solltet ihr grundsätzlich immer haben. Ich zeige euch ganz kurz, wie das geht. Ihr geht auf Game Settings und müsst hier schon mal die Developer Console auf Yes stellen. Also, dass sie eben aktiviert ist, dass sie funktioniert. Und dann ist sie meistens, ist sie dann auf Tilde eingestellt, ich weiß nicht. Also, hier steht, dass sie dann auf der Tilde liegt, aber da lag sie bei mir eigentlich noch nie. Das heißt, ihr geht, nachdem ihr sie aktiviert habt, einfach noch kurz auf Maus und Keyboard und ist es, glaube ich, ganz unten. Genau,
Toggle Console und da gibt ihr einfach irgendeine Taste ein. Ich habe den Punkt gewählt. Und wenn ich auf Punkt drücke, dann geht die Konsole an und ich kann hier irgendeinen Scheiß machen. So, wir gehen jetzt davon aus, dass ihr meine Crosshair-Einstellung bereits geladen habt. Also, dass ihr sie geöffnet habt. Nicht geladen, aber geöffnet. Unter jedem Video ist es verlinkt. Bei Equipment, glaube ich, habe ich das verlinkt. Oder oben bei den anderen Links. Aber ich glaube eher bei Equipment unten. Da steht dann meine Crosshair-Settings, Doppelpunkt und ein Link. Der führt einfach zu einem Google-Dokument. Und da habe ich die halt einfach reingeschrieben. Und hier oben seht ihr mein Crosshair schon. Ich habe es mal abgespeichert. Wenn ihr hier euer Crosshair fertig gemacht habt, könnt ihr hier auf Crosshair Share Crosshair gehen, dann geht die Konsole auf mit dieser Einstellung. Es ist für mich jetzt so ein bisschen einfacher, denn ich kann das höchstwahrscheinlich einfach so kopieren, geht das? Ich glaube schon. Und muss nicht alles eintippen. Und wenn ich jetzt hier so Stück für Stück diese Sachen hier reinkopiere, ihr könnt es dann genauso machen, einfach Copy-Paste, dann seht ihr, wie sich das Crosshair schon verändert. Man sieht schon, die Outline ist da. Ich weiß gar nicht, wo wir sind jetzt stehen geblieben, genau da bei 0,5. Wir machen hier noch ein paar weitere Einstellungen und schauen dann gleich nochmal, wie es sich verändert hat. Diese Einstellung findet ihr auch in eurer Config, aber ich denke, es ist ziemlich chillig, wenn man sich das einfach hier ausgeben lässt im, hier. Über diesen Manager. Wenn ich jetzt drauf drücken würde, würde die Einstellung für dieses gelbe Kackding hier ausgewählt werden. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Jetzt kommen hier noch die ganzen Farben. So, und schon ist es fertig. Mein Crosshair, mein wunderschönes kleines Crosshair. Man kann sein Crosshair jetzt hier draußen im Test noch ertesten. Also hier ein bisschen auf die Leute schießen. Zah, zah. Auch hier natürlich wieder die Maps umschalten, wie man eben möchte. Des Weiteren kann man hier draußen auf, hallo? Eigentlich auf Leute schießen. Ah ja, auch ein sehr cooles Gimmick. Und ganz da hinten ist noch ein kleines Spiel versteckt. Und zwar nennt sich das Melon Ninja. Da stellt man sich hier auf den roten Punkt. Und es fallen einfach von da Melonen runter, die man abschießen kann. Und man kann hier sogar irgendwelche Preise gewinnen, wenn man das hochlädt. Naja, mit Video, aber es muss ein Video sein, um es zu beweisen. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch zu dem optimalen Crosshair verhelfen. Ich weiß, es gibt ganz viele Crosshair-Generator-Maps, also ihr müsst jetzt nicht sagen, das hier ist einfach die Crosshair-Map, die ich als erstes genutzt habe und da habe ich eben mein Crosshair eingestellt und mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Ich weiß nicht, was so eine Map noch mehr braucht. Ich denke, hier gibt es schon alles, was man eben so benötigt. Man kann hier oben sogar die Map umstellen auf Fading und so weiter und so fort, was eigentlich völlig irrelevant ist. Hier ist nochmal eine kleine Warning. Auch sehr wichtig, lest euch sowas auf jeden Fall durch. Und ja, soweit so gut. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!